Was ist das? Oh, das? Mhm. Das ist... Ist ja krass. Eine SX-70. Eine Kamera? Ja, ziemlich alt. Oh, ich kenne sonst niemanden, der mit so einem Ding rumläuft. Gruppenfoto, komm. Oh ja. Okay, hier. Wartet, Leute. Warte. Ich schieß eins. Der. Okay. Hoi, Countdown von 5, ja? Okay. 5, 4, 3, 2. Fotobombe! Der Kinocast. Na dann, hallo und willkommen hier zur neuen Sendung beim Kinocast. Und mit mir hier im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Guten Morgen. Ja, und meine Wenigkeit, der Erik ist auch da. Und ja, guten Morgen auch von mir. Oder guten Abend oder je nachdem, wann das gehört wird. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht, du weißt ja. Mahlzeit oder so, falls ihr das während der Mittagspause. Aus welchem Film war das, Erik? Truman Show. Easy, da müssen wir schon mal etwas Schwere kommen hier. Oh, Entschuldigung. Das nächste Mal will ich ein schweres Rätsel. Aus welchem Film ist das? Ach gut. Stirb langsam 3, jetzt hast recht. Echt? Also gerade so dieses Rätsel, muss doch für einen Mathematiklehrer auch interessant sein, mit diesen Galonen da. Ja, grade, das ist ja ein Standardrätsel. Ja, als sie das gerade so innerhalb der Zeit mit viel Hängen und Wirken und Vermutungen und sowas gelöst haben und dann ruft er an und dann sagen, ja, das war ganz leicht, wir wollen das nächste Mal ein schwereres Rätsel. Dann könnte ich mich immer noch kaputt lachen. Ja, aber wir wollen ja nicht über Stirb langsam 3 reden, obwohl das eigentlich auch ein Film ist, den, ja, bis auf ein paar Schwächen kann man den durchaus mal gucken. Zumal es den jetzt auch in einer ziemlich guten neuen Abtastung gibt. Wir waren ja in der Sneak Preview und haben so noch einiges gesehen und auch im Heimkino einiges gesehen gehabt. Ein paar neue Neuigkeiten haben wir auch, so ein paar Trailer und so. Und mal gucken, was uns noch so einfällt, würde ich sagen. Start mal rein, oder? Ja. Als erstes behandeln wir die Sneak Preview der vergangenen Woche. Da wird schon gelacht im Hintergrund. Das war der Film Polaroid, wurde ja auch getippt. Und in dem Film handelt es davon, dass eine junge Frau bekommt eine, gespielt von Catherine Prescott, bekommt eine Polaroid-Kamera zugespielt, wie der Titel auch sagt. So eine ganz Vintage, würde man heutzutage sagen. Also eine ganz eine mit aus der ersten Serie, noch nicht so mit dem Plastik, sondern wo die noch früher noch so ein bisschen mit Leder hatten und mit Metall. Und da sie Fotografie begeistert ist, macht sie sich dann auch dran und fängt an, Leute zu fotografieren oder manchmal nehmen auch die Personen an der Schule ihr die Kamera aus der Hand, um da so Selfies zu machen, weil die das irgendwie cool finden. Blöd ist nur, dass alle, die da fotografiert werden, die ereilt dann früher oder später ein plötzliches Ableben. Und am Anfang weiß man noch nicht so genau, warum, weshalb, wieso. Passieren ein paar Sachen, die sehen so ein bisschen aus wie Unfälle. Und irgendwann entdeckt man aber auch auf den Fotos so einen dunklen Schatten, der schon aussieht wie eine düstere Gestalt. Und schließt dann daraus, dass damit irgendwas nicht stimmen kann mit der Kamera. Und sie ist jetzt nicht gerade, also die junge Dame ist jetzt nicht gerade so die, ja, wie es halt immer so ist, ein bisschen Außenseiterin in der Schule. Und sie hat ja jetzt niemanden, dem sie sich großartig anvertrauen kann, aber sie lernt dann noch jemand ein bisschen näher kennen und mit denen macht sie sich dann auf den Weg, das Geheimnis da zu ergründen und ein bisschen nachzuforschen, wo kommt die Kamera her, wer hat die vorher besessen, da sind auch so ein paar Initialen drauf und was ist da passiert. Und dann stellen sie fest, in der Vergangenheit ist da auch schon einiges passiert, bevor die Kamera dann verschwunden ist. Und ja, das ist halt der Film. Es gab mal einen Kurzfilm, der auch auf YouTube rumging vor 3 oder 4 Jahren. Da ging irgendwie so eine viertelhalbe Stunde so die Drehe, hatte dasselbe Thema. Ich nehme mal an, damit wurde dieser Film hier gepitcht. Wenn man den gesehen hat, dann braucht man den jetzt eigentlich gar nicht gucken, weil das, dieser Kurzfilm auf YouTube, den kann ich ja mal mit verlinken, der ist eigentlich so die Essenz von dem, was wir hier hatten. Plus in dem Film, den wir jetzt gesehen haben, sind noch diese ganzen so typische Highschool-Szenen mit drin, so Außenseiter-Szenen und da gibt es Klicken, die verstehen sich gut und ja, das sind der andere. Und war jetzt, ja, wie fandet ihr es so?
Ich kenne ja eure Punkte schon. Ich weiß ja, dass da jetzt, dass wir ungefähr auf einer Wellenlänge sind, was die Wertung dieses Films angeht. Also ich muss für den Film, glaube ich, meine Lanze brechen. Und zwar fand ich Catherine Prescott als Hauptdarstellerin, die eine, wie alt soll sie sein, 16-, 17-Jährige spielt und die ist echt 27, fand ich eine sehr, sehr gute Wahl, weil ich fand, die hat eigentlich als einziges in dem Film überzeugt, wenn überhaupt. Und das ist auch die einzige Lanze, die ich brechen möchte. Die Hauptdarstellerin heißt Bird. Jetzt sitzt sie da natürlich. Jetzt sitzen da natürlich so Leute wie der Erik und ich im Kino und fangen natürlich so einen Blödsinn an. Das ruiniert natürlich einen Film. Und wenn du dann natürlich noch die Family Guy-Referenz zu dem Bird hast, dann ist eh vorbei. Zum Bird-Song, Bird is the Word. Er hat's wieder gesagt. Das tat dem Film eigentlich aber nur Amama Umama, Ma Mama Umama. Tat dem Film eigentlich nur gut. Nein, es, wie gesagt, die Idee an sich ganz nett. Die Hauptdarstellerin ganz nett. Aber aus ganz nett machst du halt keinen gescheiten Film. Und schon gar keinen gescheiten Horrorfilm. Hat ja so zwei, drei Ideen fand ich ganz witzig. Dass jetzt den Leuten, die auf dem Foto sind, das passiert, was dem Foto passiert. Also wo dann das Foto das mal war ganz cool. Angezündet wird oder zerrissen wird oder so. Ne? Aber das trägt, Spoiler. Halt nicht, trägt halt nicht den ganzen Film. Ne? Das ist halt so zu viel Highschool-Quatsch und absolut dümmliche Dialoge. Also das Drehbuch war ja, also da waren ja Dialoge drin, da hat der halbe Saal gelacht, die aber eigentlich nicht so zum Lachen gedacht waren. Ne? Also das war einfach so dumm. Ja. Aber vielleicht kann ja Kate noch irgendwas retten, dass sie irgendwas noch gut fand und uns jetzt hier umkehrt. Nee. Ah. Ja, ich muss sagen, Chris hat recht, ich fand die Hauptdarstellerin war auch in Ordnung. Die Szenen so mit ihr und der ganzen Geschichte und so, also die ruhigen Szenen ohne Horror, wenn er nicht versucht hat, ein Horrorfilm zu sein, fand ich gar nicht so mies. Aber es ist halt wirklich, wie der Chris sagt, es ist halt nett und nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Es ist einfach nix. Ne? Also man hätte da so viel mehr draus machen können. Und das Problem ist, der Film steigt ja mit so einer kleinen Vorgeschichte ein. Und mit diesem rothaarigen Mädchen und ihrer Freundin. Und das ist so Banane. Das fängt ja schon so an, wie kein Mensch reagieren würde, der jemals einen Horrorfilm gesehen hat. Und das ist das Traurige daran. Warum macht man nicht mal einen Horrorfilm mit dem Prinzip, dass jemand Horrorfilme kennt? Ja, also so ein bisschen wie bei Scream damals. Man darf halt bestimmte Regeln muss man befolgen, damit man nicht stirbt. Ja, und manche Dinge darf man einfach nicht tun. Und hier sind wieder so Sachen, ja, da wird wieder in den Raum gerufen, hallo, ist da jemand? Ja, als ob der Massenmörder jetzt sagt, Tachchen, ich bin's, ich komme jetzt und steche dich nieder oder so. Ja, ja genau. Es ist total unlogisch, es ist einfach so furchtbar. Ja, und dann auch immer nach oben rennen, ne? Nach oben, auf den Dachboden. Warum? Wieso? Ich verstehe es nicht. Und dann verstehe ich auch nicht, warum die Schauspielerin, die am Anfang, die Rothaarige, bekannt aus einer Serie von Netflix, aus Riverdale, sich dafür überhaupt hergibt. Also, so Banane. Ich bin dann ganz froh gewesen, dass wir von der Story weggegangen sind, so ein bisschen, also von diesem Haus und von diesem Mädchen und dann zu Bird gekommen sind, ja. Das war irgendwie charmanter. Aber ansonsten war der Film halt einfach nur Banane. Ich hatte mir auch mal überlegt, diese erste Szene, die wirkt ja so ein bisschen nicht so wie der Rest des Films. Ja. Und da habe ich mir fast gedacht, dass sie das vielleicht nachträglich noch so irgendwie eingefügt haben, dass sie gesagt haben, komm, wir haben hier noch eine bekannte Darstellerin. Lass uns mal mit der irgendwie eine coole Eingangsszene drehen, die Leute ein bisschen abholt, weil danach kam ja wirklich absolutes Highschool-Geplänkel und irgendwie die in ihrem Antiquitätenladen und sowas. Also da hättest du ja schon viele Zuschauer gleich am Anfang verloren gehabt.
Ja. Aber das hat halt auch mit der Geschichte der Kamera nichts zu tun, diese Vorgeschichte. Mit dem, was sie dann hinterher über die Kamera rausfinden. Das hat ja überhaupt gar nichts mit dieser Anfangsszene zu tun. Gar nicht. Deswegen fand ich das auch komplett unnötig. Einfach nur, wir werfen einen Tennisball auf den Dachboden in eine dunkle Ecke. Ein Tischtennisball. Ja. Und was war Erik seine erste Reaktion? Duk, duk, duk. Der kommt gleich wieder. Ja. Überraschung! Also, ja. Ich fand es halt auch hinten raus so ein bisschen unlogisch, so dieses, oh ja, was darf man mit einem Foto nicht machen? Und diese Lösung, wie man dann diesen Dämon von sich weghält, also, hä? Aber okay. Na, wie gesagt. Vielleicht hätte auch einfach mal Licht geholfen, weil damit kannst du ja auch Fotos zerstören. Oh. Ja, aber der ganze Film war ja total dunkel, das hat mich auch genervt. Es hat ja die ganze Zeit in dem Film geregnet. Sämtliche Darsteller waren immer nur im Dunkeln unterwegs, immer nur nachts, wobei sie wussten, dass das irgendwie, dass der Gegner, den sie da mit dem sie zu tun hatten, dass der genau in der Nacht immer aktiv ist. Nein, da sind sie wirklich immer in der Nacht aktiv, die scheinen nie geschlafen zu haben und außer der Anfangsszene sind die auch nie in die Schule gegangen. Also die haben immer die Nächte durchgemacht, aber in der Schule waren sie dann nicht. Also bei Clerks haben sie es ja auch so gemacht, weil sie ja wenig Geld hatten. Haben sie den Trick gemacht, dass sie gesagt haben, ja, die Jalousien gehen nicht auf, damit sie in der Nacht in dem Laden drehen konnten. Das war halt der Trick dort und hier ist wahrscheinlich auch so, kein Geld gehabt. Ja, dann drehen wir halt mal in der Nacht, da sieht keiner, dass rundherum irgendwie Studio ist und so. Ach nee, das hat mich irgendwann genervt, dass das wirklich alles dunkel war, die ganze Zeit. Es war ja auch Winter, es hat ja auch Schnee gehabt. Ah ja, es war einfach nur entweder dunkel. Entweder Regen oder Schnee, das war auch so. Nur dunkel dort war das die ganze Zeit. Wenn sie wenigstens, ich finde es auch super, dass die sind ja auch im Schnee, da hat es geschneit. Es war sichtlich kalt von den Leuten, die da rumgelaufen sind. Ne? Aber die Hauptdarsteller sind immer mit offener Jacke durch die Gegend gelaufen oder gefahren. Hm. Auf dem Fahrrad, ohne Handschuhe. Das sind so Kleinigkeiten, die mich unglaublich genervt haben. Genauso die Hauptdarstellerin hatte so eine Narbe und die war ständig anders. Die war entweder dicker, dann dünner, dann heller, dann wieder ganz rot. Das hat mich irre gemacht. Solche Kleinigkeiten müssen stimmen. Es tut mir leid, es macht mich wahnsinnig sowas. Ich gucke dann da die ganze Zeit hin. So, weil die ja sehr präsent war, diese Narbe, ne? Also ja, das hätten sie ja. Und manchmal war sie eben ganz hell und dann war sie wieder ganz rot. Was man ja dann wenigstens macht, wenn man jemanden sowas verpasst, die hat ja nicht immer diese Narbe offen getragen, die hat ja immer mal so einen Schal dran gehabt, dass man dann sagt, okay, wenn man dreht jetzt die Szenen, wo die Narbe zu sehen ist, alle in einem Rutsch ab und dann hat man das Thema durch, ja, aber nein. Ja. Ah, da waren, ich will gar nicht mit Filmfehlern anfangen, weil da komme ich nicht mehr. Würde die Sendezeit heute sprechen. aber ich sag mal, wenn so ein Horrorfilm, wenn der halbwegs gut gemacht ist, dann kann ich da locker drüber wegsehen. Oder wenn der so ein bisschen Indie-Charme hat, dass man sagt, okay, die haben jetzt nicht so viel Geld gehabt, aber die haben es richtig geil umgesetzt, wie bei Happy Death Day oder so. Da kann ich drüber wegsehen, ja. über Fehler. Aber hier, nee, das war halt einfach so. Ah, so richtig angelegt. Ich meine, der mag ja funktionieren, wenn du den, was weiß ich, in der Halloween-Zeit irgendwo so die typisch amerikanischen Autokinos, die dann in die Autokinos fahren. Ich wollte gerade sagen, Autokino. Ja, und dann guckst du halt nicht immer hin, weil du ab und zu mal knutschen willst und so. Dafür ist der okay, ne? aber jetzt hier den im Januar ins Kino zu bringen, ach, ich weiß nicht. Oder wann kommt der? Da kommt er jetzt irgendwann, oder? 10.1., ja. Also der läuft quasi schon, das heißt, wir können euch noch nicht mal warnen. Also wenn ihr die Sendung gehört habt und ihr wart schon drin, tja, Pech tut's gehabt. Tut uns leid. Kann man auch nicht ändern. Hättet ihr halt mal gewartet. Aber weil du ja vorhin sagtest hier, von wegen Horrorfilm, wo der gemacht ist für Leute, die schon viele Horrorfilme gesehen haben. Es kommen aber ja auch immer wieder neue Kinobesucher nach, die jetzt vielleicht noch nicht so viele oder vielleicht noch keinen Horrorfilm gesehen haben. Was ist denn mit denen? Ach stimmt, die müssen noch lernen, hast du natürlich recht. Den muss man noch Blödsinn dahinstellen, damit sie draus lernen. Ja, das ist jetzt nicht so falsch. Ich würde da übrigens so ein Intro empfehlen, wie ich das einem anderen Film an diesem Wochenende gesehen habe. Kurz zur Geschichte, das und das und das passiert. Ja. Das passiert. Nur noch einmal. Ich meinte jetzt dahingehend,
Wenn jetzt die Filmstudios nur noch Filme drehen würden für solche Filmnerds wie mich, der hier schon tausende Horrorfilme gesehen hat, dann, ja, dann kommen halt auch nie mehr welche nach, die auch vielleicht in dem Genre irgendwie Kontakt finden wollen, weil dann guckst du irgendeinen Horrorfilm, sind tausende Referenzen drin, die du nicht verstehst. Das war der letzte, den du gesehen hast. Oder der so gruselig ist. Ja, also hier, ja, vielleicht hat er so eine Zielgruppe, weil der war jetzt auch nicht besonders irgendwie blutig oder eklig oder sowas. Eigentlich nicht. Ich denke mal, der hat auch eine, weiß nicht, wie der von der FSK her liegt. Ich glaube aber nicht, dass das ein 18er ist, definitiv nicht. Würde eher so 16 oder vielleicht sogar 12 sein, weil da war ja fast nichts irgendwie, nichts zu sehen. Das war sehr jugendgerecht fast, ne? Bis auf ein paar, na, so Schockszenen waren drin, wo es so leise ist und dann mit einmal so BÄM! Diese typischen Schockszenen, aber sonst, du hast jetzt kein bisschen Blut gesehen und nichts. Ja. Ja, das fand ich auch, finde, auch sehr überraschend. Aber ja, auf der anderen Seite, also nicht ganz wirklich überraschend, sondern dahingehend überraschend, weil das fand ich aber jetzt wieder durchdacht, muss ich auch nochmal sagen, weil ich habe gedacht, okay, jetzt wird es in der einen Szene wird's extrem blutig und dann ist überhaupt kein Tropfen Blut geflossen. Mhm. Und wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch klar, weil das Foto blutet auch nicht. Hm. Und schon hat man Geld gespart wieder. Hm. Wobei ich auch sagen muss, dass ich finde die Wahl des Filmplakats auch nicht gut. Weil im Endeffekt, ja, das, was auf dem Filmplakat ist, das mit diesen Händen, die von hinten an den Kopf greifen, fand ich die gruseligste Szene im ganzen Film. Das war, finde ich, das Erschreckendste im ganzen Film, wo plötzlich diese Hände von hinten nach dem Kopf von der Frau oder von dem Mädchen greifen. Sieht man, das hat mich nochmal zum Zucken gebracht. Das war's aber. Sieht man nur eine Zehntelsekunde oder so, ne? Das war es. Ja, eben. Und warum tut man das dann so quasi schon im Filmplakat verraten? Ja, das amerikanische Filmplakat besteht nur aus dieser Polaroid-Kamera in der Mitte vom Poster auf dem schwarzen Hintergrund. Ach, das ist ja wieder so typisch deutsch dann, also. Da steht drunter Polaroid, ja. Also das ist das deutsche, in Anführungszeichen deutsche Plakat, denn ja, der Film, der ist ja schon seit Ewigkeiten draußen. Den gibt es, glaube ich, schon in den USA auf Netflix und so. Der lief ja dort schon irgendwann im August oder so, oder ich weiß gar nicht. Es ist schon ewig her, also. Ich habe den schon irgendwo mal gesehen, dass der irgendwo beworben wurde, ja, jetzt auf Netflix oder irgendwo im Streamingdienst oder Blu-ray oder so, weiß nicht mehr. Also wir sind damit die Letzten, die den kriegen. Und das war ja auch einer von diesen Weinstein-Filmen, der irgendwie lange auf Halde lag. Der ist ja von Weinstein mit produziert, wo man gar nicht wusste, was passiert damit jetzt. Kommt das jetzt direct to DVD raus oder ja, kommt der nochmal ins Kino? Und ja, also wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Momentan hat er ja keine großartige Konkurrenz im Horror-Genre. Also wer sich dafür interessiert, wird wahrscheinlich sogar in den reingehen im Kino. Ist halt die Frage, ob er dann, wer sich für Horror interessiert, ob das dann jetzt eine Offenbarung ist da oder nicht. Naja. Kommen wir mal zum Punkten. Was habt ihr? 3. Also ich hätte ihm auch 3 gegeben, aber Catherine Prescott lupft ihn auf 4. Ich hab ihm tatsächlich hier, ich werte ja immer gleich relativ schnell nach dem Film, habe ich 4 gegeben, aber mittlerweile, ich glaube, ich bin schon fast bei 3 und Tendenz fallend, muss ich sagen, bei mir. Also je mehr ich über den Film nochmal nachdenke oder so, das wird eigentlich immer schlechter und ich wusste schon gar nicht mehr, ich mach's einfach, ich werte jetzt ab, ich krieg jetzt eine 3, so. Boom. Ja, also ich habe mich da bei dem Film mehr geärgert, als dass ich irgendwie drin war in dem Film. Das ist schon ein schlechtes Zeichen. Okay, also Polaroid nicht besonders empfehlenswert, aber vielleicht kommt ja morgen was Besseres. Chris, wie lauten denn da deine Hinweise? Ja, Sneak Nummer 983, 14.01. Und die zweite Sneak im neuen Jahr ist gleich mal eine Doppelsneak. Also wir werden 2 Filmchen haben. Sneak A wird sein, der Tipp dafür ist Transporter. Also nicht, wird nicht der Film Transporter sein. Jetzt rede ich mich wieder um Kopf und Kragen. Transporter, den werden wir im Original, in der Originalfassung haben. Und Sneak B ist der Tipp Weltanschauung. Jetzt seid ihr dran. Im Original, rumänisch mit tschechischen Untertiteln. Unbedingt. Hatten wir lange nicht, ja. Ja, und Kate ist schon was eingegangen an... Ja, wir fangen mal mit Tipp A an. Da sind sich 2 nämlich verdammt einig, dass der Golden Globe-Gewinner Green Book kommen könnte.
Wobei es noch einen zweiten Tipp gibt mit The Mule. Aber ich tippe auch eher auf Green Book. Wäre übrigens sowohl als auch sehr gut. Ja? Ja, also The Mule habe ich auch noch sehr Gutes gehört. Okay. Und achso, ich wollte noch kurz was... Ja, ich wollte noch B vorlesen. Okay, dann mach mal B noch sonst. B haben wir noch zwei Tipps. Glück ist was für Weicheier. Und ab heute sind wir ehrlich. Und ich möchte noch einen Tipp hinzufügen. Die unglaublichen Abenteuer von Bella. Okay. Nein. Oh, bitte nicht. Ja, kann man dann so mal gucken. Also Green Book würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich habe dann ich habe mir die Golden Globes aufgenommen. Ich habe diesmal nicht live geguckt. Und habe mich danach dann mal ein bisschen damit beschäftigt. Und ach, der sieht so gut aus, der Film. Also Viggo Mortensen, der so ein Italo-Amerikaner spielt, und der wird 1962 angeheuert als Chauffeur von so einem Jazz-Musiker. Und damals war das noch ganz schlimm so mit Rassen und so, weil der Jazzmusiker wird gespielt von Mahershala Ali. Der hat ja für Moonlight einen Oscar gewonnen gehabt auch hier. Oder war das? Hat er besten Hauptdarsteller gewonnen? Bin mir gar nicht sicher, aber der hat auf jeden Fall da mitgespielt. Und ja, dann kommen sie natürlich immer in diese ganzen Themen rein, hier mit Unterdrückung von Schwarzen und diese aufkommende Bürgerrechtsbewegung, die damals ist. Und er muss den halt durch die Lande fahren und dann lernen die natürlich auch alle möglichen Facetten da kennen. Oh, das sieht so gut aus. Ich habe so viele Ausschnitte gesehen bei den Globes. Ganz kurz, ich möchte ganz kurz reingrätschen. Moonlight, Oscar als bester Nebendarsteller hat er bekommen. Danke, heute funktioniert die Schattenredaktion. Sehr gut. Ja. Gut, also da würde ich mich sehr, sehr freuen in OV. Ich habe dann auch extra drauf geachtet. Ich habe ja die Golden Globes waren ja Sonntag auf Montag und Montagabend war ja die Sneak, da konnte ich die Globes jetzt noch nicht gucken. Ich habe es dann erst am Dienstag nämlich geguckt und da wusste ich ja schon, was bei uns der Tipp ist. Da habe ich dann speziell mal drauf geachtet. Das wird ein bisschen schwierig zu verstehen sein da, weil das so Südstaaten-Slang teilweise ist und so. Aber na gut, das kriegen wir alles hin. Green Book würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, was wurde denn noch geguckt? Ihr wart ja noch mal im Kino, sehe ich hier. Dann nehmen wir das natürlich zuerst dran. Ja, aber das kann man ja relativ schnell dann auch machen. Schnell wir haben wie eine Spinne. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, Spider-Man in New Universe doch noch zu sehen. So relativ kurzfristig auch. Und es war ja auch dieser Hinweis, dieser nette Hinweis von Erik S. Oh, ihr müsst den unbedingt sehen. Und ja, ich habe jetzt dem Druck nachgegeben. Wir haben uns ins angeschaut und Golden Globe gewonnen. Ja, ich glaube, so sorry muss ich jetzt nicht mehr arg viel sagen. Bester Animationsfilm. Ja, Animationsfilm, ja. Bester Animationsfilm. Ja, ja. Golden Globe gewinner, habe ich gesagt. Ja, ja. Also, ja, bester Animationsfilm. Man muss ja die Liste voll kriegen von den Oscars. Eben, das wird da mit Sicherheit also, auch. Durchaus zu Recht. Er ist sehr, sehr cool gemacht. Gerade diese Effekte, wie der Erik das letzte Woche auch schon beschrieben hat, fand ich auch sehr, sehr cool. War cool eingefädelt, war auch absichtlich mal so anders gezeichnet und blablabla und alles. Fand ich sehr cool, aber ich habe einen riesen Kritikpunkt. Übrigens, darf ich kurz eingrätschen? Deinen Kritikpunkt kannst du sogar sagen, weil es wäre kein Spoiler, man sieht es im Trailer. Ich habe nachgeguckt. Ja, man sieht es im Trailer, das ist nämlich der Vorteil. Ja, also darfst du loslegen. Vielleicht darfst du erstmal sagen, wie es dir gefallen hat. Ich fand den wirklich gut, also der war richtig gut gemacht. Ich habe den gleichen Kritikpunkt wie du und ich hätte auf zwei Spider-Man-Versionen verzichten können. So, und das ist genau mein Punkt nämlich, das ist mein Riesenpunkt. Der hätte nicht kommen müssen. Ich glaube, der Film funktioniert an sich perfekt, wenn man auch noch zwei der Spider-Man-Figuren einfach weglässt. Und jetzt, Erik, darfst du raten, welche? Na, dir hat bestimmt das Schwein nicht gefallen. Ja. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen gab es noch? Ach, hier das Japanische, das Kind oder so wahrscheinlich. Genau, die Anime und das Cartoon-Dingsen. Ja. Natürlich schön, um zu zeigen, hey, großes Universum, die blablub, ganz arg viel verschiedene Arten, fand ich allerdings wirklich vom Gesamtding einfach unpassend. Also das Schwein war wirklich ausgelegt auf die Looney Tunes, auf Bugs Bunny und Co. Fand ich einfach
ein Stück weit unpassend. Und das Anime-Mädel fand ich dann, wie heißt sie, Peggy Parker oder wie hieß sie? Ach, keine Ahnung. Peggy Parker. Heißt. Irgendeine andere Parker. hat für mich nicht reingepasst. Das war überhaupt nicht stimmig. Alle beiden. Ja, es ist natürlich verschiedene Dingsen. Verschiedene Universen. Zielgruppen. Ja, Universen und alles. Ich denke mal eher so Zielgruppen. Das wird was gewesen sein, weil Spider-Man ist ja auch so ein bisschen so ein tiefst amerikanisches Ding, ne? Und wenn sie da halt sowas mit reinnehmen, die da so einen riesen Roboter Penny hat und Parker. So. Ja, die da so einen riesen Roboter Peter hat. Peter Parker. Die habe ich wirklich nicht gebraucht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mir auch nicht so gefallen hat, war die extreme Überzeichnung, in meinen Augen die extreme Überzeichnung vom Kingpin. Also Kingpin habe ich auch als breit in Erinnerung, aber nicht als so völlig überzogen. Ah, okay. Das hat mich jetzt gerade gewundert, weil ich habe irgendwo eine Gegenüberstellung gesehen von allen Kingpins aus allen Comics und Versionen, okay. Und real. Der wurde ja auch mal gespielt hier von dem einen, der Marcellus Wallace, glaube ich, war der das. Und so, da hatten sie so alle real so ein Riesending, ob ich das nochmal finde im Internet. und da sah der schon relativ ähnlich aus. Also gut, diese realen Darsteller waren natürlich nie so breit wie der in dem Ding, aber die anderen, die gezeichneten. Ah, hier habe ich gerade so ein Beispiel. Wie gesagt, ich fand es dafür schon ein bisschen zu too much. Das war mir ein bisschen too much. Aber okay. Also wenn ich so an den quasi Original Kingpin mich orientiere, dann voilà. Entschuldigung, ich habe hier gerade plötzlich Musik auf dem Lautsprecher gehabt. ja, plötzlich hat es mich angeschrien. Ja. Wie gesagt, also das fand ich, es war okay, das war noch okay, aber Peter Parker und Penny Parker, die habe ich nicht gebraucht. Ja. Der Rest hat für mich funktioniert. Nicolas Cage als Rollensprecher fand ich sehr witzig, würde ich sagen. Und ansonsten die Geschichte an sich auch ganz cool, wirklich cool gemacht, wirklich halt mal was anderes. Jetzt glaube ich nicht was großartig die Mega-Zukunft im Kino haben wird. Ich kann mir eher vorstellen, dass es da dann auch wieder auf so eine. Und jetzt Achtung, ich sag's wirklich überspitzt, eine etwas lieblosere gestaltete Serie dann hinausläuft. Also ich erinnere da an ganz viele Disney-Serien, wie, wir haben jetzt Timon und Pumba die Serie. Es ist ein kompletter Quatsch, wenn man das anguckt. Oder Tarzan die Serie, oder Aladdin die Serie, oder Herkules die Serie. Das hat alles nicht den Charme von den Filmen. Das ist einfach wirklich teilweise nur hingeklatscht und Geld gemacht. Und ich befürchte, dass es das mit Spider-Man and New Universe auch rauslaufen wird darauf. Insgesamt den Film kann man sich anschauen, auf jeden Fall sich anschauen, weil er eben unglaublich, also die ersten paar Minuten, die Anspielungen in den ersten paar Minuten, unfassbar. Also auch so mit, und der Soundtrack, ey, war der Hammer. Ja, Soundtrack, Soundtrack über jeden Zweifel erhaben. Also der Soundtrack gigantisch gut. Ja, so das muss man wirklich sagen. Aber wie gesagt, es, ja. Glaubst du, dass die eine Serie draus machen? Glaube ich fast nicht. Ich befürchte. Weil ich glaube, Sony, ja, das ist ja so ziemlich das Einzige, was die dann noch so behalten von dem ganzen Marvel, oder? Weil der Rest ist ja jetzt dann alles Disney. Und ich glaube, das werden sie schon im Kino weiter ausbauen, das Thema. Ich glaube nicht. Was ist eigentlich aus dem Green Goblin, also aus dem grünen Kobold geworden, der ganz am Anfang war? Der war plötzlich komplett weg, ne? Ach so, hier aus dem Film? Ja, im Film. Der war komplett weg plötzlich. Kann mich gar nicht dran erinnern. Hat mich ein bisschen irritiert. Mich nicht, ich hab's vergessen. Okay. Ja, aber das ist ja, wie gesagt. Aber ich fand den visuellen Stil, fand ich so einfach so genial. Das war für mich zum ersten Mal wirklich eine richtige Comic-Kino-Umsetzung, so gefühlt. Weil das hat einfach alles so den Look gehabt und hat gepasst und da sind halt so Szenen, ach, da konntest du einfach, hättest einen Screenshot machen können, da hätte das genauso ein Panel sein können in so einem Comic. Also ich war da so geplättet von dem Ganzen. Und dann auch so ein bisschen diese leicht augenzwinkernde Art und ja, einfach sehr, sehr schön.
auch so eine durchgehende Tonalität. Das war jetzt nicht mal so, mal so, sondern... Aber können wir uns darauf einigen, dass es nicht schön ist, dass in der Welt von dem neuen, kleinen, jungen Spider-Man der Original Spider-Man nicht mehr da ist? Können wir uns einigen, dass das doof ist? Wieso? Weil der ist gestorben, das geht nicht. Die können ja nicht Spidey töten. Der Original Peter Parker. Naja, in der Welt von dem Jungen, der da gebissen wird, um den es geht, in seiner Welt. Der ist doch wieder zurückgegangen, der andere. Nein, der richtige Peter Parker Blonde, aus seinem Universum ist gestorben. Ach, ach so, du meinst die Person Peter Parker? Ja, Spider-Man. Ja. Aus seinem Universum. Und deswegen und ist ja nur Zufall, dass er gebissen wurde. Der kleine Junge. So. Bei allen anderen ja auch. Ja, ist egal. Ja. Du hast, das hast du am Samstag noch mehrfach bemängelt. Ja, ich habe gesagt, das ist ja wieder persönliche Meinung, dass ich es nicht mag, wenn einer der Hauptcharaktere quasi so drauf geht. Aber ja, also für mich hat das jetzt nicht so das Riesending ausgemacht. Zumal wir die Szene ja schon kannten, die war ja schon als hier Post-Credit-Scene bei Venom drin. Deswegen wusste man das ja schon, dass der irgendwie gestorben ist und war jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Nee, aber ich finde es nicht gut. Ich finde es sogar ganz gut, weil dann kann der Miles Morales kann sein eigenes Ding machen. Und ich finde das, was er macht, irgendwie habe ich dieses Peter Parker-Ding jetzt schon zu oft gesehen, gerade auch in letzter Zeit. Da gab es ja zig Reboots von dem von Spider-Man und so, mal mehr, mal weniger gut. Aber irgendwie die Peter-Parker-Geschichte ist für mich jetzt auch so ein bisschen gerade ein bisschen abgehakt. Also da hätte ich gerne mal ein bisschen Ruhe und da finde ich es gerade gut, wenn Miles Morales das jetzt macht. Zumal mit dem sein Umfeld mit Graffiti-Spray und geile Musik und so weiter, das ist so eher mein Ding als irgendwie mit, weiß nicht. Ja, nein. Naja, mal gucken, was da kommt. Bin gespannt. Sony hat ja auch, hast du das auf der PlayStation da, das Spiel? Ich habe das, ja, das ist mein, ich habe das Spiel tatsächlich mir besorgt, als es jetzt im Sale war bei Amazon. Ach, erst kürzlich jetzt, also, oder? Ja, also in dem Weihnachtssale, da habe ich es relativ günstig bekommen, aber es liegt noch eingeschweißt hier, weil ich gesagt habe, ich mache erst Red Dead Redemption fertig, dann Spider-Man. Jetzt hänge ich bei Red Dead Redemption immer noch hinten dran und komme nicht zu Spider-Man und habe jetzt den Film gesehen und habe jetzt extrem Bock, Spider-Man zu spielen. Jetzt wird es langsam echt schwer und ich habe für beides keine Zeit. Wie viele Jahre willst du da jetzt Red Dead Redemption spielen oder so? Bis das Pferd totgeritten ist. Oh Mann. Spider-Man, weil das hatte ich ja schon auf der Gamescom gesehen, das Spiel. Ich glaube, das ist vom Look her ähnlich, bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich hab's halt nicht. Das war so ein bisschen vom Look wie der Kinofilm. Da ist Sony natürlich, sind sie natürlich dran interessiert, das jetzt vielleicht weiter auszubauen. Ne? Ja, also Spider-Man, A New Universe oder Into the Spider-Verse von euch, wertungsmäßig? Kate? 8. 7,5. Okay. Nicht überwiegen. So, weiter geht's. Machen wir erstmal, bevor wir zur Serie kommen, vielleicht den Kinofilm, den wir beide noch gesehen haben. Zwar nicht im Kino, aber zu Hause, ne? No Way Out, Chris. Wolltest du ja schon letzte Woche machen. Den hat der Kate auch gesehen. Ach so. Okay. Den haben wir alle gesehen. Wusste ich steht nicht. Nur nicht in ihrer Liste, weil sie pflegt ihre Liste ja nicht. Also wusste ich nicht, dass ihr den alle. Das ist ja umso besser. Dann können wir nämlich, bevor wir zu der Serie kommen, bei No Way Out bringt mir das hier nur. Ach nee, hier gibt es nämlich noch so einen alten Film mit Kevin Costner. No Way Out, Originaltitel Only the Brave, The Story of the Granite Mountain Hotshots. Habe ich nämlich auch jetzt nachgeholt. Und ja, ist von Joseph Kosinski gedreht mit Miles Teller in einer der Hauptrollen und Josh Brolin, den wir kennen aus, ne? Genau, der Schnitzel. Ich komme nicht drauf. Ja. Und Thanos leitet hier eine Feuerwehreinheit. Irgendwo in Arizona und da klappt das nicht so richtig mit den Fingerschnipsen. Da muss das Feuer noch richtig mit Feuerlöschern und sonst was allem bekämpft werden.
Und wir lernen ihn da so kennen. Seine Einheit wird so ein bisschen eingeführt und seine Frau, gespielt von, Moment, wer war das? War die ganz bekannte? Jennifer Connelly. Jawohl, Jennifer Connelly. Ja, lange nicht gesehen, ne? Ja. Ich glaube, gefühlt zum letzten Mal in dem Film hier, der ganz schwierige, wie ist der? Ich komme gerade auf nix hier. Ich mache einfach mal weiter. Also Feuer löschen. Ich recherchiere das mal. Beautiful Mind, meinst du den, oder? Nee, warte mal. Jetzt lass mich halt. Ich guck mal. Jennifer. Soll ich vielleicht weiter erzählen? Connolly? Ja, erzähl mal, worum geht's da? Feuer löschen. Also, Eric Marsh, gespielt von Josh Brolin, ist Chef einer Feuerwache. Und wie der Erik gerade schon gesagt hat, in Arizona. Und die sind eigentlich nur eine ganz normale Feuerwache. Die haben aber ziemlich viel Ahnung von Feuer und Wege von Feuern. Und die wollen zu einer Hotshot-Crew hochgestuft werden. Das bedeutet, das sind dann die quasi die Elite-Feuerwehrmänner, die dann auch bei den Extrembränden gerufen werden können. Und darauf trainieren die hinzu. Er ist verheiratet. Seine Frau hat seine Frau Amanda hat so eine Art Pferderanch und nimmt Pferde auf, die ein bisschen vernachlässigt sind die quasi normalerweise zum Schlachter gehen würden oder eingeschliffert werden würden, und päppelt die auf, ist so ihr Ding. Und dann wird halt auch so ein bisschen die Crew vorgestellt. Und in die Crew kommt ein Neuling rein, gespielt von Miles Teller, der sich da erstmal reinfinden muss und der erstmal merkt, wie anstrengend so ein Job ist. Und er macht es, weil seine Freundin schwanger geworden ist. Die haben sich zwar getrennt, aber er möchte ein guter Vater sein und muss natürlich dann auch Geld verdienen, um eben auch für das Kind sorgen zu können. Also schließt er sich der Truppe an und muss da eben Anschluss finden und ein bisschen ordentlich dazulernen, wie zum Beispiel auch Kondition und Dauerlauf und ein bisschen Krafttraining und so. Und die wollen Hotshots werden und werden auch immer wieder geprüft und müssen eben so trainieren dafür. Und sie schaffen es dann tatsächlich auch und werden wie heißen sie? Wo steht es? Granite Mountain Hotshots. Ganz genau, Hotshots. Und die sollen dann bei dem damals relativ... Ja, es kam, bei uns in Deutschland kam das, glaube ich, gar nicht so an, wie schlimm das war. Bei dem Yarnell Hill Feuer sind die mit im Einsatz und sollten da helfen, das zu löschen. Aber das hat nicht so gut geklappt. Ich weiß nicht, inwieweit wir das Ende erzählen sollen, aber es ist eine wahre Geschichte. Also, ist eine wahre Geschichte. Also, das heißt, also von diesen 18 Männern aus der Crew haben nur 17 überlebt. Und der Überlebende ist der... 19 sind gestorben, glaube ich. 19? Dann sind 20 und 19 sind gestorben. Ja, so rum. Ja, du hast gerade gesagt, von den 18 haben 17 überlebt. Nein, andersrum. Entschuldigung. Also Miles Teller, also der Brandon, gespielt von Miles Teller, ist der Einzige, der überlebt. Und alle anderen kommen eben diesem Feuer ums Leben. Und das ist, dieser Film ist quasi diesen Jungs zu Ehren gemacht worden. Ist ja das Ereignis, wo die meisten Feuerwehrleute gestorben sind nach 9/11. Nach dem 11. September. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es euch da so ging. Ich habe mir gestern den von Blu-ray angeguckt gehabt. Bei mir ist noch relativ frisch. Es ist so, der Film geht ja sehr, sehr lang. Und irgendwie, da kommen ja zigmal irgendwelche Feuer. Ja, und jedes Mal denkst du, ist das jetzt das, was so schwierig wird, und plötzlich ist es gelöscht von allein. Ich weiß auch nicht. Es ist sehr, sehr, es ist spannend, es ist gut gemacht, es ist vor allem wahnsinnig gut gedreht. Boah, also die Aufnahmen da, boah, ist ja der Hammer. Da denkst du wirklich, da war irgendwie ein echtes Feuer, oder ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Das sah ja so gut aus. Die ganzen Nebengeschichten, die da aufgemacht werden, wo halt wirklich versucht wird, jeden da zu porträtieren, dass jeder ja irgendwie einen Hintergrund hat mit Frauen, irgendwas da. Ja, damit einem irgendwas an den Figuren liegt, ja, das ist schon, bei manchen Figuren klappt das ganz gut, bei manchen eher nicht so, würde ich sagen. Ja, und dann zum Rest,
wo ich noch ein paar Punkte habe, wo ich euch noch ein paar Sachen fragen muss, wie ihr das empfunden habt, da müssen wir einen Spoiler-Talk machen. Okay. Ja. Wart ihr mit dem Thema schon irgendwie vertraut an sich? Oder mit dem Thema von dem Brand? Oder? Von dem jetzt hier, von diesem speziellen Event? Oder wie seid ihr da drauf gekommen, das zu gucken? Wir haben halt bei Amazon rumgeguckt, was es gerade so gibt. Und dann sind wir halt auf den gestoßen. Ich so, oh, das ist doch hier nach wahrer Begebenheit und Josh Brolin. Und gucken wir den doch mal. Den wollte ich eh schon lange gucken. Hm. Also ich muss dazu sagen, ich wusste ja um das Feuer auch, weil als Eishockey-Fan, der Anhänger der Arizona Coyotes ist, da kriegst du sowas dann natürlich schon mit, was da los ist. Ja. Deswegen, also ich wusste schon, ich wollte den damals auch eigentlich sehen. Ich hätte mich dafür auch eigentlich ins Kino bequemt, aber auch da mal wieder der Faktor Zeit. Man muss ja für Kinocast irgendwelche anderen Filme gucken. Nein, wie gesagt, es hat leider nicht gepasst und jetzt nachgeholt und ich bereue es eigentlich nicht, weil ich fand es echt, wie du es gerade schon gesagt hast, extrem, teilweise extrem gut gedreht, extrem gute Schauspieler, zum Teil extrem gute Schauspieler, nicht alle, aber extrem gut. Dann, die, wo gut waren, waren wirklich gut. Das schließt das eine, schließt das andere nicht aus. Ne? Da sind halt immer mal so Sachen passiert, was weiß ich, wo der eine dann irgendwie da von der Klapperschlange gebissen, denkst du, okay, jetzt um Gottes Willen, jetzt bleibt er da liegen und jetzt kommt das Feuer oder so. Nö. Nächster Schnitt, Krankenhaus, ja. Irgendwie. Ja, aber das fand ich gerade mal realistisch, nicht so, oh Gott, ja. Ich wurde gebissen, alles ist vorbei, sondern nee, schaffen wir den Herrn mal ins Krankenhaus. Ja, ich fand es noch so ungewohnt von den sonstigen Sehgewohnheiten hier von solchen Filmen, wie so eine Spannung oder Dramatik aufgebaut ist. Ich denke da zum Beispiel an Deepwater Horizon oder so, wo halt auch so ein großes Unglück da irgendwie passiert und wo man dann so mit den Personen mitleidet und da so durchgetrieben wird. Und hier ist es, ja, sind so viele Stücke und dann siehst du die plötzlich beim Grillfest mittendrin und dann müssen sie wieder ausrücken, denkst du, oh, okay, jetzt ist bestimmt das, wo jetzt ganz schwierig, nö, auch wieder nicht. Oder irgendwie, und dann passt, ja gut, da kommen wir später dazu. Ja, der Miles Teller, der hatte ja noch hier irgendwie eine Vorgeschichte gehabt, dass er irgendwie drogensüchtig war und er bei seiner Mutter da rausgeschmissen wurde, weil er auch im Gefängnis gelandet ist und hat irgendwie noch ein Kind und ja, ich glaube, ein bisschen weniger Realismus, ich weiß nicht, wie sehr der sich an die tatsächlichen Begebenheiten und alles hält. Ich glaube, ein bisschen weniger Realismus hätte dem Film vielleicht ganz gut getan. Dann wäre es noch intensiver geworden, wenn man einfach da vielleicht ein bisschen mehr Dramatik in bestimmte Situationen reingebracht hätte und nicht versucht hätte, das so zu erzählen, wie es damals irgendwie war oder so. Aber gut. Seid ihr bereit für einen Spoiler-Talk? Dann ja. Ja. Dann mache ich mal kurz. Achtung, Spoilerwarnung, bitte. So, reicht. Also, ey. Entschuldigung. Ich kenne mich ja jetzt mit Feuerwehrsachen jetzt nicht so aus. Ich finde, die Feuerwehrleute, boah, da habe ich totalen Respekt davor, wenn die da irgendwo reingehen, wo es richtig brennt oder so. Oder da die hier mit so einem Flächenbrand, der sich jederzeit irgendwo anders. Aber, ey, ist die Technik nicht weiter, als dass sie sich mit einem Müllsack zudecken? Also, das habe ich mich wirklich gefragt. Wenn da wirklich so eine Feuerwalze anrollt, gibt es da nicht wenigstens irgendwas, was aus einem Material besteht, was irgendwie hitzeabweisend ist? Na, ich glaube nicht, sonst gäbe es das ja. Aber das bringt doch gar nichts, sich da hinzulegen, außer dass sie dich gleich in dem Sack wegschaffen können, oder? Naja, manchmal kannst du ja vielleicht davon ausgehen, dass es doch ein Windwechsel geht und es doch noch an dir vorbeizieht oder so. Und dafür sind ja diese Schutzdinger da. Aber dass der Brand halt vielleicht so heiß und so schlimm war, da kannst du ja nichts gegen tun. Und was ist die Alternative? Ja, du bist umzingelt vom Feuer. Dir bleibt ja nichts anderes übrig, als das zu machen, wovor du ausgebildet wurdest. Naja, und mir, ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich nichts anderes mittlerweile. Mir kommt es nicht auf die Art und Weise an, mir kommt es auf das Material an. Ja, aber warum gibt es da nicht irgendwas? Es gibt doch zum Beispiel das, was die im Hochofen haben, ja, die Leute. Dieses silberglänzende, wärmeabweisende, was innen mit irgendwas beschichtet ist, dass die Wärme nicht durchkommt. Ja, aber die legen sich ja in Plastikmüllsäcke, ey. Da habe ich doch gleich gedacht. Ja, das ist jetzt übertrieben, Plastikmüllsäcke. Ja, aber was anderes, also viel mehr war das nicht. Das war so eine bessere
irgendwie so eine bessere, härtere Plastikplane sah das aus. Eine Rettungsdecke wäre es ja eigentlich, ja, eher, hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber sie soll ja eigentlich auch hitzeabweisend sein und die haben ja auch eine Schneise geschlagen, dass, oder da halt auch alles drumherum weggehauen, dass es eigentlich über sie hinweg geht und es muss ja auch praktikabel sein. Also, dass das auch noch mittragen kannst. Du kannst nicht irgendwelche was ich meine, so Plastikplanen oder so mit dir rum. Ja, das war doch so eine Art Plastikplan. Ja, aber das Problem ist ja, wenn es die Technik geben würde, dann würden nicht jährlich, weiß ich nicht, wie viele Feuerwehrmänner auf der ganzen Welt sterben bei Einsätzen. Das muss ja nicht mal ein Waldbrand sein mit einer riesen Waldwelle an Feuer. Wie viele Leute sterben bei normalen Hausbränden? Auch die Feuerwehrleute. Und die haben die Ausrüstung. Und sie sterben trotzdem. Das liegt nicht daran, ob wir mit der Technik nicht so weit sind. Glaube ich nicht. Ich sehe es mal so. Es gibt es einfach nicht. Natürlich wäre es besser, Leute, wenn da jemand was entwickelt, aber. Ich glaube, die Leute könnten noch leben, wenn da wirklich mal jemand irgendwas Cooles entwickelt. Weil du hast ja das zum einen das Problem Hitze, aber ich glaube nicht, dass die Leute verbrannt sind. Wobei natürlich die. Ich glaube eher, dass die erstickt auch sind. Genau, wenn das Feuer halt drüber ist, dann ist ja der Sauerstoff einfach weg. Das heißt, deswegen sollst du dich ja irgendwie eingraben und irgendwie da in die Erde reinatmen, was irgendwie, also das wirkt für mich so wie aus dem Mittelalter irgendwie. Also, dass es da nichts irgendwie gibt, eine kleine Patrone oder irgendwas, wo du mal für 1-2 Minuten Luft drin hast, also, das fand ich, also ich kenne mich mit den Sachen nicht aus, vielleicht hat ja einer von den geschätzten Hörern, es gibt ja viele, die in der Freiwilligen Feuerwehr oder so tätig sind, aber ich kann das mal jemand irgendwie verifizieren, aber das wäre ja furchtbar, wenn das so wäre. Wenn es wirklich nur so eine komische Plane gibt und du sollst dich da auf die Erde legen und dann irgendwie hoffen, dass alles gut wird. Also, das ist ja unglaublich. Ja. Ich verstehe dich, aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach nichts gibt. Dass sowas noch nicht entwickelt wurde. Also, wenn wir auf dem Mond spazieren können, dann müsste es da auch was geben, dass irgendwie das Feuer ein bisschen abhält, was auch vom Gewicht her tragbar ist und dass du irgendwie für eine gewisse Zeit darunter atmen kannst. Also vielleicht gibt es ja mittlerweile was, vielleicht war das ja, ist ja häufig so bei Flugzeugunglücken ja auch, dass dann bestimmte Unglücke zum Anlass genommen werden, da irgendwie sich was zu überlegen. Aber sonst. Ja, es ist ja mittlerweile auch ein bisschen her, dass das passiert ist. Das war ja 2013. Vielleicht gibt es ja mittlerweile was. Vielleicht hat ja jemand von den geschätzten Hörern da irgendwie eine Idee. Ansonsten, ich fand das halt auch, was ich vorhin gesagt hatte, es waren immer so kurze, da sind sie damals in einem Waldbrand, ja, so, ach, nochmal gut gegangen. Dann sitzen sie noch am Rand auf irgendeinem so Berg und gucken da auf dem anderen Berg da dem Waldbrand zu und grillen nebenbei. War auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber das ist wahrscheinlich so, ist wahrscheinlich so diese Romantik, die dann so ist, die Feuerwehrromantik. Aber das war mir dann halt auch irgendwie zu schnell vorbei. Er geht's ja lange und dann sind die da und plötzlich weg. Alle weg. Irgendwie. Es war irgendwie, ja. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch realistisch. Die machen ihren Job. Die müssen während ihrem Job Pausen machen. Was sollen sie machen? Sollen sie jetzt, wenn sie von einem Waldbrand nach Hause kommen, nicht mit ihren Familien ein Grillfest machen? Nur weil sie jetzt gerade von einem Brand kommen. Das ist ja realistisch. Du sagst es. Das ist ja nicht, wenn das ist ja wie bei jedem anderen Job auch. Du musst ja auch abschalten. Und darfst dich von deiner Arbeit, du darfst ja deine Arbeit, die meinetwegen schrecklichen Dinge, die du siehst, ne, wenn da irgendwelche tote Tiere liegen und der halbe Wald weg ist und du nur Trostlosigkeit siehst, das darfst du ja nicht mit nach Hause nehmen, aber das ist denn ihr Job. Und so ist es ja bei jedem anderen Job auch. Und das ist endlich mal in diesem Film auch mal realistisch dargestellt. Die machen ihren Job, gehen nach Hause, verarbeiten, was sie gesehen haben, auf ihre Art und Weise und dann wird abends beim Grillfest miteinander gequatscht und gelacht. Ich glaube nicht, dass das anders ist. Du sagst es, ist realistisch. Ja. Ist aber jetzt das, was ich vorhin schon gemeint hatte. Ist das, was ich vorhin gemeint hatte, was mir halt, mir ist das zu viel Realismus, also zu viel banale Sachen damit drin. Da ist zu wenig Zug in der Story drin. Das meinte ich. Und dann, wo halt dann wirklich mal das Feuer ist, gibt es dann dramatische Szenen, dass dann der eine da durch den Feuerwald da rennen muss und so, durch den Brennenwald
Und dann mit einmal, die schließen sich ein, decken sich dann mit ihren Müllsäcken zu und dann ist der Film aus, irgendwie gefühlt. Ja. Nachdem wir die ganze Zeit gesehen haben, ja, also das hatte mir von der Art und Weise, also vom Drehbuch her und sowas, hat mir das nicht so gefallen. Das mag ja alles so sein, dass es in der Realität so ist. Klar, die Leute, die bei der Feuerwehr sind, die meistens passiert da nichts weiter und dann müssen sie mal eine Katze vom Baum retten oder hier mal irgendwie ein Gasleck oder Wasserschaden sind ja irgendwie die häufigsten Fälle bei der Feuerwehr, habe ich gehört. Dann gehen die auch nach Hause, klar. Aber ja, Kino. Also ich habe jetzt gerade nebenher noch ein bisschen recherchiert. Ja. Oh, sehr gut, sehr recherchiert. Gut. Und die haben tatsächlich also in echt auch wirklich diesen Schutzplan benutzt, aber haben die wohl geöffnet, bevor sie den Flammen zum Opfer gefallen sind. Also wahrscheinlich haben sie nachgeguckt oder so, teilweise. Und die waren auch in Wirklichkeit extrem schlecht ausgerüstet wohl. Also das ist auch noch so ein Streitpunkt. Trotz Da ist Hotshot. Auch so ein Streitpunkt generell in den USA mit den Feuerwehrleuten, wie die ausgestattet sind. Guck mal, also, ich sehe es hier gerade. Hier Wikipedia-Eintrag bei dem Yarnell-Feuer, das kann ich mal mit verlinken. Da sieht man diese Schutzplatten, die sind tatsächlich so silbern wie diese. Ja. Aber da haben sie im Film, das waren doch irgendwelche grünen. Wisst ihr Fire noch? Shelters. Ja. Ja. Warte mal, ich verlinke das mal hier unten. Im Film waren das doch irgendwelche grünen Plastiksäcke, ne? Das waren halt so komisch beschichtete Folien. Nee, es war grün. Deswegen, also hier es ist gab silbern, halt eine Hitzeentwicklung von über 1000 Grad. Also, Also das, ich weiß nicht, was das dann aushalten soll. Nein. Na gut, am Hochofen, da ist ja auch ganz schön, was da rauskommt. Ne? Aber guck hier, Erik, ein Fire Shelter ist ein tragbarer Feuerschutz in Form eines kleinen Zeltes oder Schlafsackes, welche Feuerwehrleute in den USA bei Wald- und Flurbränden als letzter Schutz vor den Flammen dienen soll. Er besteht aus mehreren Schichten hitzereflektierender und feuerfester Materialien. Gut, aber wie gesagt, war nicht das, was man im Film gesehen hat. Ja, das sollte aber das waren aber die. Das, was ich hier sehe, sieht anders aus als das, was ich gerade im Film gesehen habe. Aber gut, okay. Aber vielleicht gibt es ja mittlerweile schon was Neueres da in dem Bezug. Dann können wir jetzt eigentlich hier das Thema Spoiler abschließen oder habt ihr noch was? Mhm. Nö. So. ja, No Way Out. Also von mir kriegt der Film 7 von 10 Punkten. Ich gebe ihm 9. Ich gebe ihm 8. 7, 9, okay, trage ich mal hier ein. So, wer möchte als nächstes? Nicht gleich alle? Der Chris. Nochmal, was? Entschuldigung, ich habe gerade... Wer möchte als nächstes, habe ich gefragt. wollt ihr nicht über Black Mirror reden? Wollen wir? Es könnte ausufern. Sprechen wir doch erstmal über The Ballad of Buster Scruggs. The Ballad of Buster Scruggs, oh ja, sehr gerne. The Ballad of Buster Scruggs. Was, Erik sagt dir gar nichts, oder? Nee. Okay. Ich sag, lass es. Chris sagt, mach, guck's an. Aber ich sag, lass du es. Du kennst die Coen Brothers, oder? Ethan und Joel. Ja, klar. Ja, die haben den gemacht. The Ballad of Buster Scruggs ist ein Western, ein Episoden-Western. Und zwar läuft er unter dem Drama-Komödie, das passt auch ungefähr. Und es werden ganz arg viele kleine Geschichten erzählt. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. 6 Stück, glaube ich. 6 oder sowas, oder? Ne? Ich glaube, irgendwie sowas. Ja, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. Es werden 6 Geschichten erzählt, angefangen mit The Ballad of Buster Scruggs. Das geht um die Erlebnisse des Songsingers Buster Scruggs, der mit seiner Stimme da ganz arg viel machen kann. Der wird gespielt von Tim Blake Nelson. Und ja, es ist ganz, ganz arg lustig gemacht eigentlich, weil jede Episode halt seine eigenen Schauspieler hat und die nicht so wirklich zusammenhängen. Also es wird halt wie in einem Buch geblättert und dann eben diese Geschichten erzählt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist so vom Stil her so dieses, oh ja, wir haben damals, oder zu der damaligen Zeit wurden halt auch so Geschichten so verbreitet und dann hat man das halt so erzählt. Und der Film ist von 2018, kann es sein? Ja, 2018 kam er raus. Bei Netflix gibt es ihn seit dem 16. November. Und unter anderem in den Rollen drin ist Liam Neeson, der spielt eine Rolle mit. Dann ist James Franco drin. Es ganz arg viele Leute, die man einfach immer mal wieder erkennt, wo man auch sagt, okay, sehr cool, kenne ich aus Western oder das typische Western-Gesicht. Und
Es sind einfach so ein paar Effekte drin. Jede Geschichte hat so seine eigenen Effekte. Also das eine sieht man auch in einem Trailer, wo Buster Scruggs quasi in den Saloon reinkommt und sich erstmal den Staub von den Klamotten klopft und dann einen Schritt raus macht und dann bleibt eine Staubwolke in seiner Form übrig erstmal, bevor es zerfällt. Also ganz, ganz cool, ganz, ganz witzig gemacht auch. Und ja, die Geschichten sind mal ein bisschen witziger, mal ein bisschen weniger witzig, mal ein bisschen, oh mein Gott, mal ein bisschen, what the fuck. und es ist so wirklich, es wird so wirklich alles abgehandelt, was man sich vorstellen kann. Ein Goldgräber ist dabei, der hat eine Geschichte von dem Goldgräber erzählt. Dann von einem Trailumzug da einmal quer durchs Land mit Indianern wird erzählt, wenn eine Gruppe Indianer kommt und was weiß ich was und inklusive Skalpieren und sowas. Also es ist schon auch teilweise brutal, weil es halt wirklich dargestellt wird. Nur das fand ich halt gerade so irgendwie was so ein bisschen authentisch auch wirkte. Also ganz arg viele lustige sechs verschiedene Kurzgeschichten. Jeder auf seine Art mit Charme, jeder auf seine Art ein bisschen abgedreht und teilweise auch mit extrem wenig Textzeilen versehen. Also wenn ich das eine wird viel geredet, in einem wird viel geredet, aber wenn ich da an den Goldgräber denke, da wird ganz arg wenig nur gesprochen. Da sprechen dann einfach Landschaftsaufnahmen und es spricht für sich, was man sieht. Und das fand ich eigentlich, wie gesagt, ganz cool. Also ganz, ganz coole Sachen drin. Wenn man ein Western-Fan ist, würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn man es jetzt nicht so damit hat, mit Western, dann wird es eher schwer. Aber so zwei, drei Episoden oder Ausschnitte würde ich auf jeden Fall mal angucken. Die lohnen sich bestimmt. Okay. ich bin jetzt nicht ganz so begeistert davon wie der Chris. Erste und die zweite Geschichte ganz gut und dann hat es abgebaut. Also da gab es dann eine Geschichte, da habe ich erst gedacht, oh cool, den Schauspieler kenne ich, der ist nämlich aus Harry Potter. Oder bei der Geschichte bin ich komplett weggegangen. Also da habe ich dann irgendwie nur noch aufs Handy gestarrt. Und dann später gab es dann noch eine, wo irgendwie sechs Leute in der Kutsche hocken oder fünf Leute in der Kutsche hocken und sich da was erzählen und furchtbar. Oder dann die Geschichte mit der Frau auf diesem Trail quer durchs Land. Ja, das. Mit dem Hund. Wo ich eigentlich nur denke, Gott, ist die dumm. Also, ich konnte damit gar nicht anfangen. Das ist ja genau das. Sie war so ein bisschen das Dummchen, das in die andere Stadt sollte und dort verheiratet werden sollte. Ja, und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich fand das nicht gut, aber. Ich hab's ganz geguckt, bis zum Ende. Ich sag ja nicht, dass es der überragend beste Western aller Zeiten oder sowas ist, aber es sind einfach coole, kleine, coole Geschichten. Aber das bestätigt mich wieder darin, schlechter. Dass ich keine Western mag. Ja, okay. Entschuldigung. Hat bestimmt sein Publikum. Ich bin's nicht. Ja, also wie gesagt, mal reinschauen lohnt sich. Erik, hast du da Lust drauf? Ich hab Lust drauf, ja. Also Coen-Brüder, das werde ich mal gucken. Ist ein etwas sperriger Titel. Ich hoffe mal, ich vergesse den nicht. Aber ich habe ja hier die Sendung, da steht es ja drin. Ja. Wo hatten wir denn den gesehen? Prime? Netflix, ja. Wie ich ja eingangs erwähnt habe, gibt es den seit 16. November auf Netflix. Aber mal, warum wir zuhören? Ich habe es gehört, deswegen sage ich ja. Aber ich muss hier beim Apple TV, muss ich hier über diese kleine Fernbedienung da den Titel eingeben. Ich hoffe, der kommt dann relativ schnell. Wie jetzt? Du gibst über Apple TV echt mit der Fernbedienung das ein? Ja, da gibt es eine App fürs iPhone. Ah, gut zu wissen. Wie heißt die? Apple TV oder was? Ja. Okay, wusste ich noch nicht. Siehst du mal. Dann haben wir gleich wieder was gelernt. Oh, Tor für Mannheim. Ja. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit... warst du fertig mit dem? Ich bin fertig mit dem. Nur falls es interessiert, also durch das Jana-Hill-Feier, durch die Tragödie 2013, wo 19 Feuerwehrleute gestorben sind, hat man aus dieser Tragödie gelernt und 2014 ein Verbesserungsprogramm gestartet, bei dem sich das Langley Research Center der NASA beteiligte. Unter der Bezeichnung Convective Heating Improvement for Emergency Fire Shelters begann die Erprobung flexibler Hitzeschildmaterialien aus der Raumfahrt, die jedoch an das akzeptable Maß an Masse, Volumen, Haltbarkeit, Toxizität und Kosten eines Shelters adaptiert werden mussten.
NASA plant die erste Auslieferung für das Jahr 2018. Im Jahr 2018 wurde bekannt gegeben, dass im kommenden Sommer 60 Feuerwehrleute mit einem von 4 neuen Prototypen ausgerüstet werden. Jawohl, also da tut sich was offensichtlich. Wieder was gelernt. Ja, und ich hoffe mal, Christo muss noch Punkte geben. Achso, das... Ja, ich gebe ihm 7 Punkte von 10, weil ich fand es einfach lustig. Okay. 7 Punkte. Ja. Dann, Und Kate? Achso. Ich weiß nicht, ich dachte, ich komme drum rum. 4? Okay. 2 für die 2, die ich gut fand jeweils, also 4. Das addiert sich aber nicht auf. Das bleibt dann 2. Nee, 2 für die erste Geschichte, 2 für die zweite Geschichte macht 4. Meine ich ja, das addiert sich aber nicht auf. Ach, jetzt Ruhe. Wenn die erste Qualität 2 ist und die zweite Qualität 2 ist, wird daraus ja nicht 4. Ich bestimme, dass daraus 4 wird heute. Ich mache heute meine eigene Mathematik. Okay. Ich habe auf Sky Sci-Fi HD habe ich Sharknado 1 bis 6 geguckt. Booyah. 1 bis 5 waren mir durchaus bekannt, Teil 6 kannte ich noch nicht. Ich wollte nur sagen, auch wenn das jetzt bei dem Film oder bei dieser Filmreihe vielleicht eine etwas kuriose Kritik ist, aber der ist ja völlig hanebüchen. da geht es nämlich um Zeitreisen, da springen sie ständig durch die Zeit. Das Einzige, was cool ist, sind so die Referenzen an Zurück in die Zukunft, weil sie dann mit einem Drachen, mit Strom und mit Zeitmaschine und so ein Ding, was aussieht wie der Fluxkompensator und so weiter. Und dann sind sie auch mit so einer Eisenbahn, wie es Zurück in die Zukunft 3 und so. Aber der sechste, der hat mir jetzt wirklich gar nicht gefallen. Also ich fand die anderen ja alle ziemlich okay und konnte mich da kaputt lachen und so. Aber bei dem... Ah, nee, da haben sie irgendwie zu viel und da irgendwie, nee, dann trifft er noch seine Eltern und und dann dadurch, was ja bei Zeitreisegeschichten immer sehr schwierig ist, ich meine, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass hier Sharknado da alles richtig macht oder so, aber du korrumpierst dann natürlich schnell irgendwie deine bisherige Geschichte, dein bisheriges Universum, wenn du in der Zeit zurückreist, dann gab es das schon mal, was aber im ersten Teil irgendwie völlig neu war. Und das passiert ja auch en masse. Also der sechste Teil ist wirklich nicht empfehlenswert. Die anderen sind schön anzuschauen, der Trash. Sind nicht so völlig hanebüchen, nein? Das habe ich ja extra bewusst gesagt. Die sind natürlich völlig, völlig überdreht und quatschig und so. Aber hier bei dem sechsten, nee. Vielleicht hat ja irgendein Hörer den auch gesehen. Es gibt ja viele Fans von der Reihe. Meine kurze Wertung, also da Sharknado Teil 6 kriegt von mir leider nur so 4 Punkte. In der Sharknado-Reihe. Ne? So, kommen wir mal zu Netflix Black Mirror Bandersnatch. Kate, möchtest du den vorstellen? Ich kann gerne. Also, es geht um einen jungen Programmierer, der ein bestimmtes Spiel. Es gibt ein Buch, auf dessen Grundlage er ein Spiel programmieren möchte. Das nennt sich Bandersnatch. Und er hat da schon die ersten Ideen so programmiert und möchte die einer Firma vorstellen. Und der ganze Film ist für uns Zuschauer interaktiv gestaltet. Das heißt, wenn er morgens am Frühstückstisch sitzt, dann haben wir die Möglichkeit auszuwählen, welche Frühstücksflocken er isst. Oder welche Musik er im Bus zu dem Termin hinfährt, welche Musik er da anhört. Also es fängt an mit so kleinen Entscheidungen, die wir treffen dürfen für den Protagonisten, bis hin zu dann auch größeren Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass eben der Firmentyp sagt, das sieht voll cool aus, was du da schon programmiert hast, wir möchten gerne da weitermachen. Unter folgenden Bedingungen kannst du mit uns arbeiten, hast du Bock drauf oder nicht? Und dann ist die Frage, nimmt man den Deal an oder nicht? So, und das, je nachdem, welche Entscheidung man trifft, geht man entweder den richtigen Weg oder den falschen Weg. Und das steigert sich dann nach und nach immer weiter rein. Entweder man ist halt den falschen Weg gegangen, dann gibt es quasi so ein Stück zurück mit einer kurzen Zusammenfassung, was passiert ist, bis zu dem Punkt, wo du dich wieder entscheiden könntest. Ja? Und dann kannst du eben den anderen Weg wieder einschlagen. Aber auch hier gibt es wieder unterschiedliche Wege, die du dann gehen kannst. Und er und sein Kollege, die steigern sich dann so rein,
dass sie im, zum Beispiel im Drogenrausch, sagt er an seinen Kollegen, ich sag dann, es ist egal, für welchen Weg du dich entscheidest, am nächsten Tag bist du eh wieder da. Also ich könnte jetzt auch, was weiß ich, vor einen Zug springen. Ich könnte aber auch dann, trotz dass ich vor den Zug gesprungen bin, einfach zurückspulen und wieder von vorne anfangen, weil die Zeit ist nicht relativ in dem Moment. Also die haben dann quasi so. Ne? Und unser Hauptprotagonist hat dann auch immer wieder das Gefühl, Dinge nicht mehr beeinflussen zu können, sondern er hat das Gefühl, von anderer Seite gesteuert zu werden, was ja quasi so ist, weil wir ihn ja steuern. Wir geben ja gewisse Impulse, müssen wir ja geben, damit der Film vorankommt. Das wirkt manchmal und ist manchmal ein bisschen dröge, ein bisschen langweilig, weil ja, man kann eben, wenn man halt den falschen Weg einschlägt, muss man wieder von, quasi fast von vorne anfangen, um dann weiterzukommen. Es fehlt so ein bisschen der Spannungsbogen. Aber für mich, die jetzt nicht jeden Tag vor irgendeiner Spielekonsole sitzt oder vor, keine Ahnung, 20 Jahren diesen einen Film da mal angeguckt hat, wo das auch so funktioniert, für mich war das neu und interessant. Ich fand es teilweise auch spannend, wenn ich jetzt dem einen Weg folge, was passiert dann? Gibt es dann verschiedene Enden? Kann ich den Film auf verschiedene Weisen zu Ende bringen? Also wie gesagt, für mich, die mit diesem Thema sich nicht befasst, irgendwie durch Spielekonsolen oder irgendwelche Spielvarianten, die es halt schon gab, war das neu und somit auch ganz cool. Also ich habe es einmal durchgemacht. Ich brauche es jetzt nicht noch ein zweites Mal machen, aber ich fand es mal cool. Warum das Black Mirror produziert hat, ist mir jetzt nicht, also warum es über Black Mirror published wurde, verstehe ich nicht so genau, weil es hat mit den bisherigen Black Mirror Episoden nichts zu tun, meiner Meinung nach. Ich fand es eigentlich ganz cool. Hat sogar sehr viel zu tun. Meinst du? Findest du? In der Folge mit diesen, wie hießen die Viecher da, Metalheads oder sowas, da wird sogar auf das Spiel... Achso, ja, da kommt das Bandersnatch auch kommen. Wird ja sogar auf das Spiel angespielt, auf dieses Nosedive. Und dann ist es ja auch, Black Mirror war ja schon immer so, dass es sich mit der Technologie auseinandergesetzt hat. Und, ja, okay. Und hier und auch mit der Involvierung der Zuschauer in bestimmte Prozesse, das war ja auch häufig Thema. Und das wird hier natürlich auf die Spitze getrieben, dass du halt wirklich... quasi bei dir vor dem Fernseher, vor Netflix, kannst du entscheiden, stirbt irgendjemand oder stirbt irgendjemand nicht, beziehungsweise was passiert mit der Leiche, soll die zerstückelt werden oder irgendwas, also schon erhebliche Entscheidungen da zu treffen. Das Ganze, also die ganze Netflix-Episode, wenn man sich wirklich alles anguckt, hat 5 Stunden und das ist natürlich ein ganz schöner Hammer und war jetzt für mich nicht wirklich wahnsinnig interessant, die Geschichte. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, ich will jetzt wissen, wie der da sein Spiel hinkriegt. Also Will Poulter, der ja auch da mitspielt, den fand ich großartig mit seinen blondierten Haaren und sowas. Ja. Aber das rein von der Story her, also das einzige Coole an dem Ganzen ist eben diese Art, wie es erzählt ist und die läuft sich für mich relativ schnell ja tot, wenn du dann merkst, ja, du musst solche sinnlosen Sachen wie welche Frühstücksflocken nimmt der treffen, ja. Ich meine, ja, aber da fängt es ja klein an mit. Ja, es hat mich nicht mitgerissen und ich hatte irgendwann auch gar keine Lust mehr zu drücken. Ich habe es dann einfach laufen lassen. Da hat dann Netflix irgendwas ausgesucht, was da irgendwie nach einer gewissen Zeit nimmt es ja irgendwie immer das Linke oder so. Ich habe dann bloß später nochmal ganz bewusst das nochmal durch und habe mal die anderen Sachen genommen, um mal die anderen Szenen zu sehen. Die waren jetzt auch nicht viel mitreißender und ja, es ist ein interessantes Experiment, aber für mich, für meine Sehgewohnheiten, ich bin halt ein Kinofan. Ich mag es halt, ein Werk zu sehen und nicht, du hast ein Werk gesehen, je nachdem, was du geklickt hast, und ich habe was anderes gesehen. Das entspricht nicht so meinen Sehgewohnheiten, was ich haben möchte. Ich möchte gern, dass sich ein Regisseur Gedanken macht, wie soll der Film sein, wie erzähle ich die Geschichte, wie ist sie spannend, wie ist sie mitreißend, wie bewege ich damit Leute, wie transportiere ich meine Message und nicht, wie bringe ich irgendwie besonders viele Strings da unter, damit es dann irgendwie, damit möglichst viele Leute da bei der Stange bleiben oder so. Also, hast du Angst vor Neuem, Erik?
Nö, das nicht. Es ist halt nicht mein Ding. Es kommt mit dem Alter, habe ich gehört. Ich habe mit Sicherheit keine Angst vor Neuem. Also ich kann deine Begründung absolut gut verstehen. Was mir allerdings daran gefallen hat, ist dieses, dass unser Hauptprotagonist halt die ganze Zeit das Gefühl hatte, gesteuert zu werden. Das hat ja schon so ein bisschen was von den heutigen psychischen Krankheiten. Ja, also es gibt ja wirklich Leute, die im Kopf sich ausmalen, dass irgendwo jemand sitzt, der sie steuert. Ja, und was ja in unserer realen Welt so gar nicht ist, ja. Aber das jetzt eben auf diesen Film zu projizieren und du drückst diesen Knopf und er wird davon wahnsinnig, finde ich super gut gemacht. Ja, das war auch so der einzige Moment, wo es mich mal ein bisschen quasi über der Mittellinie interessiert hatte, wo er dann irgendwie so gemerkt hat, so irgendwie bin ich gar nicht Herr meiner Entscheidung, und dann kam gerade wieder was du entscheiden musstest. Das war irgendwie so das Einzige, was ich auch so ein bisschen interessant, und natürlich das Set-Design, die Ausstattung, das ist natürlich auch meine Zeit gewesen damals hier mit diesen Adventures und so, und ja, aber sonst nettes Experiment, aber nicht mein Ding. Wir brauchen lieber wieder eine ganze Staffel Black Mirror. Musik war auch, ja genau, also die abgeschlossenen Episoden, die sind so gut gewesen. Boah, ey, da sind so gute dabei. Richtig, richtig gute Sachen. Ich muss nicht hier so einen technischen Schnickschnack, so ein Gimmick haben, dass du da irgendwelche Entscheidungen treffen kannst. Ah, das muss ich nicht haben. Und dann, wo ich wirklich ein paar Mal in so eine Schleife geschickt, ich bin dann ja auch so ein bisschen fies, weißt du. Ich nehme dann ja ganz bewusst das, wo ich nicht glaube, dass es das Richtige ist, um da zu gucken, was da passiert. Dann wirst du dann extra noch in die Schleife geschickt und bist du doch wieder da. Dann habe ich gesagt, ja, okay, warum soll ich dann drücken? Ja. nee. Auf jeden Fall Netflix, wer es hat, auf jeden Fall mal angucken. Ist ein sehr cooles Experiment, was sie gemacht haben. War jetzt nicht mein Ding, der Kate gefällt sehr gut. Also von daher, ich habe auch schon viel Gutes darüber gehört. Deswegen habe ich es ja auch so schnell wie möglich geguckt. Ich glaube, ich bin da eher so in der Minderheit, dass ich damit nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Aber ja, ist halt so. Ich hoffe mal, da wird es nicht so wahnsinnig viel in der Art geben, weil es ist, wenn, dann möchte ich eher dann irgendwie in Ruhe was angucken und nicht da noch irgendwie überlegen, ja, was könnte das jetzt für Auswirkungen haben. Dafür gibt es dann meine Spiele dann, wo ich überlegen muss, ja, was sage ich dem jetzt, damit ich von dem irgendwie was kriege oder so. Jo, also von mir kriegt dieses Bandersnatch-Experiment lediglich 3 Technikpunkte, ja, weil es irgendwie ganz nett gemacht war. Und ein paar ganz gute Darsteller und gute Szenen, aber mehr nicht, leider. Also ich gebe ihm, weil es für mich halt auch was Neueres war, was ich jetzt noch nicht so oft hatte und ich auch die Schauspieler echt gut fand, ich gebe ihm 7 Punkte. Ah, gut. Bin ich gespannt, was die Zuhörer dazu sagen. Chris, du hast es noch nicht gesehen, oder? Ich habe es nicht gesehen und bleibe dabei. Okay. Ja, das Problem ist, der Christian macht immer 10.000 Sachen anderes nebenher beim Film gucken, und das würde in dem Fall nicht gehen. Tja, das geht mir ähnlich. Ja. Ja, gucken wir mal in die Trailer, was da so Neues kommt. Sneak Preview. Ich habe mal 2 hier reingeschmissen. Eins ist nur ein Teaser. Und zwar, der erste heißt aber, wenn du König wärst, und ich habe extra für euch hier ins Dokument mit reingeschrieben, nicht gleich abschalten nach den ersten Sekunden, weil die ersten Sekunden vom Trailer sehen jetzt schon sehr irgendwie, weiß nicht. Ach. Aber ich weiß nicht, was meint ihr so zu dem Rest? Ach, ich fand's süß. Ich fand's nämlich auch. Ich fand's irgendwie süß. Sehr nett. Ja. Ja, doch, es sieht ganz interessant aus. Das ist halt eine uralte Geschichte, quasi neu aufgelegt. Also aufs Jetzt und mit Kindern. Also mal ganz ehrlich, dieser kleine Nobody, der wahrscheinlich in der Schule total geärgert wird, findet dieses Schwert. Ich finde das einfach süß. Muss man ganz kurz mal für die Zuhörer zusammenfassen, worum es geht. Da geht es darum, so ein kleiner Junge, Alex, der ist in so einer Schule und ja, stolpert dann plötzlich über so einen Stein, wo Excalibur drinsteckt, und kann das rausziehen, und dann trifft der Merlin auch trifft auf ihn, gespielt von Wunderbar Patrick besetzt Stewart. Übrigens. Patrick Stewart, genau. Und dann gibt es auch noch eine böse Magierin und sonst was. Also mehr sieht man auch im Trailer jetzt noch nicht. Es ist halt so eine typisch quatschig amerikanische Art, so mit irgendwelchen
Mythen, europäischen Mythen umzugehen. Aber irgendwie sieht es sehr cool aus, fand ich. Also ist das echt amerikanisch? Ist es nicht britisch? Ist ein US-Film, der aber sehr britisch aussieht, weil die auch diese Schuluniform haben und so. Ich mochte, als ich klein war, mochte ich einen Film, der heißt Time Bandits. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist schon sehr, sehr alt. Da spielt, glaube ich, Sean Connery auch mit. Das war auch toller Film. Ja, sehr Fantasy, fantasiereich und so. Und ja, das also gefällt mir gut, wenn du König wärst. Da. Mal schauen. Ich verlinke mal mit. Und der zweite, den ich verlinkt habe, ist ein Teaser nur. Toy Story 4. Ich glaube, das ist der war witzig. Ja. Ach, ein Traum. Einfach herrlich. Ganz ehrlich. Da kommt also ich hoffe echt, dass wir es nicht versauen. Nein, also ich habe, da habe ich absolut null Bedenken mehr. Also, wie war das? Ist das Thema nicht ausgelutscht? Na, einfach herrlich. Also ich glaube, dass da ist so inzwischen so eine ganz eigene Dingsen am Laufen ist, Strategie auch am Laufen ist. Die nehmen da so vieles rein und so vieles auch nicht selber ernst, deswegen ich finde es großartig. Es war nur ein Teaser, aber man sieht schon ein bisschen, wohin die Reise ungefähr gehen könnte. Finde ich auch sehr, sehr cool. Wir hatten damals den Toy Story 2 hatten wir in der Sneak Preview. Und als der anfing, ich kannte den ersten damals noch nicht. Und ich dachte, oh, jetzt kommt hier so ein Kinderfilm in der Sneak. Und wir saßen dann alle drin, haben uns so kaputt gelacht. Habe ich mir dann gleich den ersten noch gekauft. Ja, aber das ist halt so typisch. Also wir haben ja ab und zu mal wirklich so diese Disney-Pixar-Filme dann jetzt auch in der Sneak gehabt. Also ich erinnere mich immer noch sehr gerne an Oben, also an Up. Das war eine der krassesten Sneaks überhaupt, wie alle dran saßen. Oh, cool, ein Disney-Film und yeah. Und alles voll gefeiert haben. Und nach 7, 8 Minuten war und es totenstill im Saal. Und die ersten haben geheult. Oh, das ist so eine Szene, die nimmt mich immer noch mit, ey. Tja, aber das sind so Sachen. Und jetzt halt, wir hatten ja letztes Jahr die Unglaublichen 2. Auch großartig einfach. Irgendwie also, passe ich die an Oben habe ich, glaube ich, den gesehen, weiß gar nicht. Und das Sneak, weiß gar nicht. Naja, mal gucken. Also vielleicht kommt er ja auch. Aber jetzt gucken wir erstmal, was nächste Woche so anläuft in der Sneak. Nicht in der Sneak, in den Kinos. Kinocharts und Neustarts. Ist eigentlich nur bei mir so laut oder ist es dann auch in der Aufnahme so laut? Ich verstehe leider nichts mehr, es war gerade ein bisschen laut. Also, warum bin ich jetzt hier beim 14.02. eigentlich? Da läuft Alita Battle Angel an. Das ist ja noch nicht nächste Woche, sondern der nächste Kinostart ist der 17.01. Da läuft zum Beispiel Immenhof an, das Abenteuer eines Sommers, der Pferdefilm, Remake von dem Film aus den 50er Jahren mit Heiner Lauterbach. Die Melodie. Es läuft noch Glass an von M. Night Shyamalan. Könnte auch zu passen, zu Weltanschauung übrigens. Unbreakable und Split zusammen. Ne, da würden wir uns aber ärgern, wenn der oben läuft. Und wir gucken. Ich würde mich auch bei Bella ärgern. Ich habe schon von Glass von ein paar Leuten gehört, die da in der Pressevorführung waren, die den Film extrem gut fanden. Ja. Jetzt habe ich hier auch so einen Klick. Zero läuft an, eine Liebeskomödie aus Bollywood mit Shah Rukh Khan. Das ist so der große Bollywood-Held hier. Als kurzgewachsener Mann, der seine große Liebe in einer Wissenschaftlerin findet, die an Zerebralparese leidet. Wahrscheinlich sowas wie die indische Version von Honig im Kopf hier. Maria Stuart, Königin von Schottland, läuft an mit Shisha Shershi Ronan, Shershi heißt die, glaube ich, Shershi, und Margot Robbie. Soll auch ganz gut sein, der Film. Dann läuft Manhattan Queen an. Der Kelch ist bei uns in der Sneak an uns vorbeigegangen. Der noch nicht. ich drücke. Also Jennifer Lopez, die steht, feiert ihr Comeback auf der Kinoleinwand in einem Wohlfühlfilm über eine Frau, die ihren Lebenslauf aufpoliert, um ihren Traumjob zu erhalten. Ach, die Kritiken, die ich gehört habe, sind ganz furchtbar. Da ist schon ein Fehler in der Beschreibung. Ja. Das ist gar nicht sie, die ihren Lebenslauf aufpeppt, sondern ihre Kinder. Die peppen ihren Lebenslauf. Das sieht man im Trailer. Okay. Die erstellen ihr lauter Fake-Accounts und machen sie voll berühmt und bekannt und voll die hier Abschlüsse und bla. Das sind ihre Kinder, die das machen. Okay. Es läuft auch noch an, der Spitzenkandidat, eine Polit-Satire nach einer wahren Begebenheit mit Hugh Jackman als Gary Hart, dessen Präsidentschaftskandidatur 1988 durch einen Sexskandal zu Fall gebracht wird.
Gedreht hat das Ganze Jason Reitman. Ja, mit Vera Farmiga ist auch noch mit dabei. Klingt ganz interessant. Ein Film, wo sehr viel der Verleiher mir geschickt hatte, ist der Film Raus. Da gab es auch irgendwie eine Preview hier in Stuttgart. Noch einmal von vorne anfangen, aus der Gesellschaft aussteigen, im Spielfilmdebüt von Philipp Hirsch versucht eine Gruppe junger Aussteiger genau das. Ja, das läuft nicht bei uns, das auch nicht. Hotel Auschwitz, ist das ein animierter Film über die Machtverhältnisse im Theaterbetrieb und die Unmöglichkeit, dem Holocaust angemessen zu begegnen. Mhm. Ja, weiß nicht. Also ich glaube, diese Woche wird wahrscheinlich Glass alles beherrschen und ja, die Ladies Nights, die werden dominiert von Manhattan Queen, schätze ich mal. Ja. Und in den Charts. Ich musste ja mal, kennst du die Geschichte? Ich musste ja tatsächlich mal zu den Ladies Night mit rein. Lang, lang ist's her. Gott. Das war sehr witzig damals. Okay. Weil ich bin da rein. Ich war einer von 10 Männern. Das war im Cinemax in Stuttgart. Ich bin da rein und guck mir das an. Und die Damen, mit denen ich dort war, habe ich dann auch angeguckt. Dann habe ich angefangen zu sagen, so many girls in here, where do I begin? Ach du Gott, ich hab meinen Blicke töten können. Hast du da moderiert oder warst du als Gast? Nein, da war ich Gast. So. Da war ich ein Kinogänger. Das war das erste und letzte Mal Ladies Night. Ich stelle das irgendwie interessant vor, wenn du dann reingehst. Und du siehst dann so, ja, nur so eine Handvoll Männer und der Rest Frauen. Und die Männer sind natürlich mit irgendwelchen Frauen da. Und dann guckst du dir so in die Augen, weißt du, ja, du bist auch nur hier, damit du die heute rumkriegst, ne? Weißt du, so ein wissendes Nicken, so, ja, nee, ist klar. Ja, kurz. Ja, ja. Okay, naja, Platz 10 in Stuttgart, Robin Hood. Oh, der ist ja von der Presse total verrissen worden, aber für uns, für das Sneak, war der irgendwie cool. Völlig überraschend. Ich stehe da immer noch dazu. Platz 9, Bohemian Rhapsody. Platz 8, Kalte Füße. Platz 700 Dinge. Platz, also nicht 700 Dinge, sondern 700 Dinge. Platz 6, Der Grinch. Platz 5, immer noch, Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. So, ist brav. So ein Eichhörnchenfilm, der immer so die Nüsse hortet hier. Zwar nicht mehr so auf Platz 1 und 2, aber ja, möchte mal sehen, ob ich dann irgendwo mal die Gesamtbesucherzahlen mal auslesen kann. Platz 4, Bumblebee. Platz 3, Mary Poppins Rückkehr. Platz 2, Aquaman. Und Platz 1, Der Junge muss an die frische Luft. Briefkasten. Okay, dann sind wir soweit durch heute mit den ganzen Themen. War ja eh schon sehr, sehr lang hier. Dann werfe ich mal nur noch einen Blick in die Kommentare, denn da gab's ja einiges. Ich habe jetzt auch mal ausgelost, wer so die restlichen Preise gewonnen hat. Also der Erste, der den Amazon-Gutschein letzte Woche bekommen hat, den wir live im Instagram ausgelost haben in der Story, hat sich schon gemeldet, hat sich sehr gefreut. Die Steff hat noch geschrieben, sie hat Spider-Man auch gesehen als ersten Kinofilm im Jahr. Der comichafte Stil hat ihr am besten gefallen und die Schurken waren schön böse. Negativ fand sie, dass es doch viel zu bunt war. Ja, willkommen in der Comicwelt. Obwohl es gut zur Story gepasst hat, hätte man das etwas zurücknehmen können. Nein. Sie gibt daher 7,5 von 10 radioaktive Spinnen. Und sie hat natürlich noch was zu verlieren zu Nur Gott kann mich richten. Sie fand den ja furchtbar damals und ja, solche Filme machen sie einfach wütend, ja. Ist halt dann letzten Endes Geschmackssache. Aber es ist gut, dass wir halt alle denselben Film an sich gesehen haben, deswegen können wir drüber diskutieren und dass es da nicht irgendwo drin die Wahl gab, ja, soll ich jetzt die Drogen nehmen oder nicht? Ja, und die eine nimmt die Drogen nicht, die andere nimmt die Drogen. Ja. Der Martin hatte noch geschrieben, dass sich dieses mit dem 31., da habe ich wohl den 31.01. und den 31.12. irgendwie in der Eile verlesen bei dem einen Kinostart. Und der Mirko, genau, der bedankt sich für seinen Gutschein, den er gewonnen hatte. Und wenn er schon mal dabei ist, er hat gerade über die Feiertage einiges geschaut und er war auch im Kino bei Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen. Guter Film, coole Effekte, den ersten Teil fand er aber besser. Und den zweiten hat er wohl auch nicht so ganz verstanden, was jetzt von ihm ein Verbrechen war. Und danach ging sein Serienmarathon los. Das will ich jetzt nicht alles so vorlesen. Er hat zum Beispiel NCIS, 13 Reasons Why hat er geguckt. Was war noch hier? Irgendeine Marvel-Serie war doch hier. Das finde ich gerade nicht. Travels hat er geguckt. Punisher, Doctor Who. Ja.
breites Spektrum, ne? Catland, die auch was gewonnen hat, hat auch gleich geschrieben, sie wollte Salvation auch erst nicht gucken. Aber der Mirko, die kennt sich anscheinend, hatte gemeint, es könnte ihr gefallen und deswegen schaut sie auch noch 13 Reasons Why und Pine Gap waren ebenso voll ihr Ding. War ja deine Empfehlung, Kate. Ja. So, dann werfe ich einen Blick in die Amazon-Bestellung. Vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links genutzt haben und damit den Kinocast unterstützen. Da hat zum Beispiel jemand, was ist das? Halm, Glas-Strohhalme bestellt. Achso. Oh, sieht gar nicht mehr schlecht aus. Man soll ja keine Plastikstrohhalme nehmen, die sind ja ganz schlimm für die Umwelt. Dann drahtlose Bluetooth-Kopfhörer. Was ist das? Lawman, eine Blu-ray Lawman mit Burt Lancaster. Oh, ganz altes Ding. Cool. Was ist das? Ein Shades of Black Vinyl-LP von Kovac. Kenne ich gar nicht. Weiß nicht, was für Musik ist. Niko Kovac? Nee, Kovac. Ja, kann ja derjenige oder diejenige, die das bestellt hat, mal sagen, was das ungefähr für eine Richtung ist. AVM Fritz Powerline Adapter, ein Feinschraubendreher für Computersachen und die Schöne und das Biest als Buch. Ja. Viel Spaß mit euren bestellten Artikeln. Danke, dass ihr damit den Kinocast unterstützt habt. Wenn ihr auch den Kinocast unterstützen wollt, findet ihr ganz oben so einen Punkt Danke für eure Unterstützung oder rechts an der Seite ist dieser Amazon-Button. Wenn ihr darauf klickt und dann was bestellt, kriegt man eine kleine Provision. Okay, dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Habt ihr noch was? Nö. Hunger habe ich. Ja, dann aber das hat hier nichts zu tun. Ja. Geht ihr mal was essen und liebe Hörer, wenn ihr uns schreiben wollt, nutzt das Kommentarfeld dazu oder falls ihr was Geheimes schreiben wollt, direkt an irgendjemand, dann zum Beispiel kate@kinocast.net für die Kate, chris@kinocast.net für den Chris und meine Wenigkeit eric@kinocast.net mit C. Twitter@kinocast, Facebook, Instagram, Kinocast, ihr findet es schon. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Tschüss. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird. Bis bald im Kinocast.